Ich zeige dir in diesem Video meinen absoluten Lieblingssound für cleane Gitarren und wie du ihn in jeder DAW mit virtuellen Amps und Plugins nachbauen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Wenn du wie ich ein Kind der 80er bist, dann ist dir bestimmt auch dieser warme, chorusgedrängte, satte Gitarrensound aus vielen Produktionen dieser Zeit bekannt. Genau dieser Sound erfährt gerade in den letzten paar Jahren in unzähligen Produktionen wieder eine große Renaissance. Normalerweise zeigen das Gitarristen immer an ihren richtigen Amps und Tretminen. Da ich aber leider kein Gitarrist bin, zeige ich dir das jetzt, wie ich das in meiner DAW nachgebaut habe und zwar nur mit virtuellen Amps und Plugins. Los geht's! Ich habe hier eine Gitarre, die direkt über DI aufgenommen ist, also komplett ohne Effekte. Einmal spielt sie ein rhythmisches Pattern und einmal ein gezupftes. Ich fange jetzt an, mit dir die Signalkette komplett so nachzubauen, dass wir den Sound bekommen, den du gerade gehört hast. Und wir fangen an mit einem Equalizer und machen grobe Bearbeitungen, dass wir die Gitarre so ein kleines bisschen ausputzen. Die klingt wirklich schon ziemlich gut. Ich gehe mal hier bei ca. 100 Hertz rein, versuche ein bisschen um die 500 vielleicht abzusenken und um die 3K, dass wir die Anschlagsgeräusche noch ein bisschen rausholen können, noch ein bisschen vorzuholen. Probieren wir das mal. Klingt schon besser, es klingt ein kleines bisschen mehr präsenter jetzt. Im nächsten Schritt möchte ich ein kleines bisschen komprimieren und das mache ich direkt in Logic's Pedalboard. Dazu gehe ich hier direkt rein und hole mir hier einen Kompressor. Das ist der Squash hier. Und da werden wir wahrscheinlich gar nicht viel einstellen müssen. Ich möchte hier nur ein bisschen diese Anschläge, diese Lauten hier, so ein bisschen mehr anpassen an die leiseren Anschläge. Und schon haben wir den Grundsound ein kleines bisschen besser gemacht. Als nächstes bleiben wir gleich beim Pedalboard und packen uns einen meiner Lieblingseffekte drauf und das ist ein Chorus. Ich nehme mir gleich den ersten, den Retro Chorus, weil ich finde, dass der echt super klingt. Und dann versuchen wir mal, unseren Sound hier ein bisschen weiter zu formen. Wahnsinn, was man mit so einer kleinen Tretmine alles erreichen kann, oder? Er klingt durch diesen Modulationseffekt schon gleich viel größer und breiter. Was wir als nächstes brauchen in Schritt Nummer 3 ist natürlich ein Amp, weil ohne Amp kann die Gitarre nicht wirklich gut klingen, können wir keinen guten Sound rauskriegen. Ich lasse hier mal gerade direkt die Einstellung so, wie sie ist. Das ist ein eine Emulation eines British Combo. Die Größe passt so, wir haben ein schönes Ribbon-Mic davor und ich probiere jetzt den Sound noch ein bisschen präsenter zu kriegen, noch ein bisschen lauter zu kriegen, vor allem ein bisschen ehrlicher durch diese Amp-Simulation hier. Übrigens, wenn du einen guten Sound mischen oder formen möchtest, egal mit welchem Instrument, brauchst du als erstes mal eine sehr gute Tonaufnahme davon. Das ist Regel Nummer 1. Miese Aufnahme, mieser Mix. Das heißt, der Recording Engineer muss sein Handwerk verstehen. Er muss Gitarren-Amps in unserem Fall mikrofonieren können oder Drums mikrofonieren können oder auch wissen, welches Mikrofon am besten zur Sängerin oder zum Sänger passt. Und wenn du dich bei diesen Sachen noch sehr unsicher fühlst, wie mikrofoniere ich Drums, wo sollte ich mein Mikrofon am Gitarren-Amp positionieren und so weiter, dann empfehle ich dir mein PDF in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir es runterladen. Da zeige ich dir mein Recording-System und wie ich dafür sorge, dass ich hochwertige Tonaufnahmen mache. Und jetzt geht's weiter mit Schritt Nummer 4. Ja, und weil der erste Chorus hier so gut geklungen hat, warum nicht einfach noch einen zweiten Chorus draufpacken? Dann nehme ich jetzt nicht eine Tretmine, sondern ich nehme direkt ein Modulations-Plugin von Logic. Hier diesen kleinen Chorus hier. Das ist wirklich ein sehr, sehr spärliches Plugin. Du kannst nur Rate und Intensity einstellen, aber er macht einen tollen Job und er klingt auch richtig gut. Probieren wir den auch mal anzuwenden. Ich gehe mal zur Abwechslung hier auf das gezupfte Muster. Thank you.
Und auch mit diesem kleinen Plugin können wir nochmal wesentlich mehr an Intensität und Tiefe rausholen. Und damit gehen wir weiter zu Schritt Nummer 5 und das ist Bandsättigung. Man könnte jetzt ein Plugin von einem Drittanbieter wählen, weil Logic selber leider kein eigenes Bandsättigungs-Plugin hat. Man kann aber in Logic selbst jetzt einen kleinen Umweg gehen und zwar über das Tape Delay, wie der Name schon sagt. Ist das ein Delay mit diesem Bandcharakter hier, dass diese Bandsättigung, mit dem du die Bandsättigung emulieren kannst? Du siehst hier, du hast Tapehead-Mode und Flutter-Rate und Flutter-Intensity. Das sind alles Sachen, die eine Bandmaschine eigentlich produziert oder Soundeigenschaften. Das heißt, ich werde jetzt dieses Delay gar nicht benutzen, sondern ich möchte tatsächlich nur die Modulationssektion hier nutzen und das Signal ein bisschen anfetten mit analoger Wärme. Du hörst jetzt hier, wie dieses Band-Iron, wenn die Bandlaufgeschwindigkeit nicht gleichmäßig war früher, wie das hier emuliert wird. Und das ist natürlich jetzt hier viel zu viel. Das war nur, um dir den Effekt zu zeigen. Aber du hörst auch, dass der Sound schön angefettet wird durch diese Emulation. Und das klingt wirklich gut. Du wirst gleich hören, wenn ich zu- und wegschalte, dass es sehr subtil ist, aber den Sound trotzdem um einiges satter macht. Um den Sound jetzt noch weiter zu verdichten, benutze ich in Schritt Nummer 6 jetzt nochmal einen Kompressor. Du siehst also, das ist die Strategie der kleinen Schritte hier. Das sind viele Plugins, die nicht so wahnsinnig viel machen, aber trotzdem insgesamt nachher den Gesamtsound formen. Ich nehme jetzt hier einen Kompressor, auch wieder nicht vom Pedalboard, sondern direkt von Logic. Und ich suche mir hier einfach mal ein Preset raus. Bright Guitar könnten wir mal nehmen. Das ist eine Emulation von einem VCA-Kompressor. Der passt gut auf die Gitarre hier. Und was jetzt auch wieder eine Besonderheit ist an Logics Kompressoren, ist diese Distortion Unit hier. Dadurch können wir den Sound also leicht anzerren oder kaum hörbar anzerren und ihn dadurch noch voluminöser gestalten. Also ich schaue mal, ob das hier so passt. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr komprimieren, so wahnsinnig viel. Vielleicht nur so ein bisschen die Transienten vorne, ein kleines bisschen abfangen und runterdrücken. Aber ich konzentriere mich hier hauptsächlich auf die Distortion und Kompression relativ wenig, nur um alle Effekte nochmal ein bisschen mehr zusammenzurücken und zusammenzudrücken. Ich weiß nicht, ob du es hörst, ich höre es, es ist sehr subtil, aber es wird nochmal wärmer durch diese Distortion und es wird auch nochmal ein bisschen dichter durch die leichte Kompression. Jetzt wird es Zeit für ein Delay. Und da nehme ich wieder mein Tape-Delay her, diesmal aber nicht als Bandsättigungsersatzmaschine, sondern tatsächlich möchte ich das Delay verwenden. Wir probieren einfach mal ein bisschen rum, welches Delay am besten passen könnte. Ich lade es direkt in den Kanalzug rein und dann schauen wir hier auch mal beim Feedback und beim Output, dass wir nicht zu sehr übertreiben, sondern dass wir das Ergebnis bekommen, das wir möchten. Ist zu langsam. Das klingt schon ganz nett, jetzt dieses Achtel-Delay, aber hier noch ein kleiner Tipp. Versuche mal mit Triolenwerten oder auch mit punktierten Werten zu arbeiten. Da wird das Delay oftmals um wesentlich interessanter, wie wenn du nur gerade Noten verwendest. Hier in Logic kannst du auch noch ein bisschen abweichen im Prozentsatz, sodass es nicht hundertprozentig genau der Zeit jetzt einer Achtelnote entspricht. Super, das klingt wesentlich interessanter jetzt wie so ein langweiliger, normaler Achtelwert. Wir können das auch nochmal hier hinten probieren. Bei der gezupften Gitarre vielleicht kommt da eine Viertel besser, weil wir da mehr Raum haben. Schön. Ja, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Räumlichkeit und dazu nehme ich ein Reverb. Ich nehme jetzt hier das Chroma-Verb, obwohl es kein Faltungshall ist und keine natürlichen Räume simuliert, sondern
Ich nehme das Chroma Verb, weil ich das einfach am liebsten mag und weil es mein absolutes Lieblingsreverb geworden ist, obwohl es nur digitale Halt erzeugt. Ich mag für Gitarren hier sehr den Clean Strat Room und schauen wir mal, zu was für einem Ergebnis wir hier kommen. Sehr schön und ich bin immer fasziniert von diesem Chroma-Verb, wie gut das klingt. Machen wir jetzt zu guter Letzt noch den direkten Vergleich. Ich schalte alle Plugins aus und dann direkt wieder zu. Und hat dich das Ergebnis überzeugt? Das hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, dann schreib mir doch mal bitte unten in die Kommentare, mit welchen Plugins oder virtuellen Amps du am liebsten arbeitest und deine Gitarrensounds formst oder abmischst. Falls du dich dafür interessierst, wie du Gitarren besser abmischen kannst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da gebe ich dir meine Lieblingstipps zum Gitarrenabmischen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!